Auf meinem Reise- und Dokumentationskanal. Heute geht es mal wieder eine weitere Runde auf den Ruhrhöhenwanderweg. Gestartet sind wir beim Bahnhof, wir sind jetzt schon ein Stückchen gelaufen und es geht jetzt schon Richtung Ortsausgang. Und dann mal, so wie ich das sehe, gleich den ersten kleinen Hügel hoch. Also ihr dürft mich gern wieder begleiten. Hoffe, dass euch das von heute auch wieder gefällt. Und ich melde mich nach dem. So, jetzt sind wir am Schloss Steinhausen. Und mal eben gucken gehen. Hier jetzt noch mal einen Blick runter nach Witten. Hier ein Stolleneingang.
das Bethaus. Hier kannst du auch Kaffee trinken, Kuchen bekommst du auch. Eigentlich das ist jetzt richtig interessanter Abschnitt, um zu wandern. Thank you.
So, das ist unser Tagesziel nach Hattingen, 2 Kilometer, aber dass wir den Wanderweg gehen, werden es mehr sein. Meine Güte! Also mache ich das nochmal. Hattingen ist unser... Ach Gott, eigentlich habe ich jetzt alles versemmelt. So, jetzt mal ein Rundblick vom Turm aus.
altes Fachwerkhaus hier entdeckt von 1747. Richtig schön. So, jetzt ein Blick auf Hattingen, da unten zur Kirche. Da ist dann das Etappenziel für heute. So, wir sind jetzt in Hattingen. Die Runde ist für heute zu Ende. Es waren so knapp 20 oder etwas über 20 Kilometer. Und jetzt werden wir mal mit dem Bus wieder zum Auto zurückfahren. Und dann geht es nach Hause. Wenn euch die Wanderung gefallen hat, würde ich mich wieder freuen über viele Kommentare und natürlich auch einen Daumen hoch. Und nächstes Mal nehme ich euch gern wieder mit. Also bis dann.